Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Alles fit bei euch? Geht's euch gut? Wie fühlt ihr euch? Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, haben hier den kleinen Spawner ein bisschen ausgebaut. Und jetzt habe ich vor, wir wollen heute hier ein bisschen weiter ausheben, ein bisschen den Raum vergrößern und den Zombie-Spawner letztendlich wirklich komplett bereit machen, dass er steht und wir ihn wirklich auch nutzen können. Außerdem muss ich gucken, wie ich den Aufzug hier baue, wie wir hier letztendlich dann wieder rauskommen. Und ich muss den Stuff letztendlich dann am Ende noch wegbringen, wenn wir das alles heute schaffen sollten. Denn ich befinde mich, wie ihr wahrscheinlich in den letzten Aufnahmen schon gesehen habt, im Vorproduzierungsstress in Anführungszeichen. Wir haben es jetzt Donnerstag, es ist 20.30 Uhr. Ich sitze jetzt hier immer noch am PC und bin ein bisschen am Zocken, obwohl ich eigentlich lernen müsste, da wir jetzt morgen eine Klassenarbeit in Mathe schreiben und übermorgen eine Klassenarbeit in Deutsch. Ja, eigentlich sollte ich wirklich lernen, aber gerade ich muss halt nicht noch aufnehmen, beziehungsweise ich will noch aufnehmen. Formuliert es, wie ihr wollt. Und deswegen sitze ich hier halt auch noch und natürlich mache ich das auch gerne. Aber trotzdem ist es halt alles manchmal ein bisschen stressig, vor allem jetzt durch die Zeit in der Schule, durch die Prüfungszeit in Anführungszeichen. Ist das natürlich alles ein bisschen was anderes als sonst. So, jetzt brauche ich noch zwei Schilder. Hier haben wir Schilder. Und die kommen jetzt im Prinzip da drunter auf, ich weiß auch gar nicht auf welche Höhe. Theoretisch müsste die Höhe hier reichen. Und dann kommen da einfach zwei Wassereimer hin, dass man hier hochgehen kann. Und hier sich runter lulatschen kann, ohne halt Fall Damage zu bekommen. Und Alter, die sind so laut, das stört mich richtig. So, aber um was wir uns jetzt erstmal als allererstes kümmern, wird hier unsere Zombie-Kill-Station, Farming-Station, was auch immer sein. Ich überlege gerade, kann ich die noch weiter nach unten... Ja, ich kann sie auf jeden Fall noch weiter nach unten versetzen. Weil ich überlege gerade, ob ich vielleicht unseren Boden eins tiefer mache, dass im Prinzip hier dann der Boden reingezogen wird, heißt auf die Höhe hier. Theoretisch müsste dann hier unsere Zombie-Kill-Station sein. Und jetzt warten wir mal, bis da gleich ein Zombie durchkommt. Leute, ich war vorhin bei einer Krankenversicherung, bei einer Auslandskrankenversicherung, beziehungsweise brauchte ich noch eine Auslandskrankenversicherung, weil ich vorher keine hatte. Jedoch hat sich herausgestellt, als wir hingefahren sind, das ist so dumm, dieser Versicherungstyp, ne, der die Versicherung dann gibt und so ein wirklicher toller Mensch. Das kannst du es nicht nennen, wirklich. Wir sind da hingefahren und dann hat er uns gesagt, angeblich, dass er das Blatt gerade erst ausgedruckt hat und dann erst gesehen hat, dass ich schon krankenversichert bin und wir im Prinzip umsonst dorthin gekommen sind. Aber vorher hat er uns eine halbe Stunde, also wirklich, er hat uns eine halbe Stunde damit zugequatscht und kann es sein? Ah, da fehlt das Wasser. Die Zombies laufen hier ja nur hin und her. Eben davor hat er uns wirklich eine halbe Stunde lang zugequatscht mit allem möglichen Scheiß, welche Versicherung wir ja noch haben könnten und was noch sinnvoll wäre und dies und das und Ananas. Aber es ist nie zum Punkt gekommen. Und wirklich, er hat immer wieder irgendeine neue Sache gefunden, die er uns hätte aufschwätzen können. Das ist wirklich so ein Bullshit gewesen. Und jetzt müsste der Spawner übrigens komplett funktionieren, also komplett aktiv sein. Und dann hat er mit uns geredet und geredet und geredet und weiter und weiter und weiter. Und es war einfach nur anstrengend. Es war einfach nur anstrengend, um am Ende gesagt zu bekommen, ja, Per, du brauchst doch keine Auslandsversicherung. Ich habe hier gerade auf dem Blatt gesehen, dass du doch schon eine hast und du ja eigentlich gar keine bräuchtest. Und du im Prinzip einfach umsonst hergekommen bist. Ja, moin. Und mir fällt übrigens nebenbei auch auf, wie scheiße die Position hier zum Killen der Zombies eigentlich ist. Wäre es nicht viel sinnvoller, würden wir die Killstation einfach hier hinbauen, dass wir im Prinzip hier die Killstation haben. Also den Half-Step, der da jetzt ist, dass wir den hier einfach haben und hier killen können. Das wäre 10-mal sinnvoller. Das mache ich jetzt auch direkt so. Ist ja eigentlich kein Problem. Theoretisch müssen wir nur ein Loch zumachen und das andere öffnen. Und dann müsste das alles schon funktionieren. Mann, könnt ihr mal aufhören, da durchzukommen, Alter? Ich will hier ganz kurz mal einen Half-Step setzen. Ja, alles klar. Was ist denn hier jetzt los, Alter? Und jetzt brauche ich noch ganz kurz einmal meine Glas- oder meine Glasblöcke, um da einmal Glas rumzusetzen. Ey, what the fuck, wie aktiv ist der Spawner bitte? So, später können wir hier auch noch eine schöne Wand hinbauen. Das ist jetzt einfach nur erstmal provisorisch, dass ich das eindämmen kann, dass hier durchgehend Zombies runterfallen. Und so, ah nee, so hier. Und hier können wir jetzt immer die Zombies killen. Und dann kann hier die Kiste hin. Und einen Trichter bräuchten wir dann noch. Den müssen wir ganz kurz dann mal craften. Und dann wird nämlich der ganze Stuff schön von den Trichtern aufgesammelt. Und mein Inventar wird nicht die ganze Zeit zugemüllt. Und wir haben hier auch Platz, alles ordentlich zu bauen. Alter, was? Wie kommen die Zombies kommen hier aber auch an wie nichts. So, dann kommt hier nämlich einfach ein Trichter ran. Und immer wenn ich die jetzt kille, müsste der Trichter alles aufsammeln. Und das direkt in die Kiste befördern. Super. Jetzt habe ich vor, die Einrichtung zu machen, Leute. Das Ding ist, ihr wisst es, ich würde sagen, es wird keine lange Timelapse, das verspreche ich euch. Aber ich mache hier jetzt ein bisschen, ich hebe den Boden ein bisschen aus und guck mal, wie ich das hier alles so ein bisschen designe. Mal gucken. Ich würde sagen, viel Spaß mit der Timelapse, Leute. Hey, little lady, said you feel the same. But I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. So, Leute. Wir befinden uns jetzt in den letzten Zügen. Wir machen jetzt im Prinzip hier noch das Dächlein fertig, beziehungsweise die Decke
Für mich ist das ja jetzt die Decke geworden, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Und dann ist das Ganze hier auch schon geregelt. Ich habe jetzt hier auch eine ganze Menge schon Mobs gekillt, deswegen rede ich vielleicht auch ein bisschen lauter, weil echt, hier stehen so viele Leute und das ist so todeslaut. Ich muss das erstmal ganz kurz leiser stellen, Alter. Ja, wie ihr seht, ist es ganz schick geworden, muss ich sagen. Das Einzige, was mich hier verdarrt ist, da oben muss ich noch ändern und auch wie die hier durchkommen, die eine Baute, da muss ich ändern. Aber sonst muss ich sagen, gefällt mir das hier alles echt gut. Habe ich auch vom Design, denke ich, ganz cool hinbekommen. Wenn man hier so durchläuft, sieht das doch ganz cool aus. Es ist jetzt nicht so wow, es ist jetzt auch nichts Besonderes oder so. Es sieht ganz schick aus, ganz idyllisch und so. Deswegen. Also die Decke hier übrigens zu setzen, macht übelst echt wow viel Spaß. Das ist echt richtig, richtig toll. Aber ich bin ja zum Glück gleich fertig jetzt. Die Frage ist halt, mache ich da hinten einfach nur Holz hin, also das Holz hier, oder mache ich dann nochmal das hier hin, wie es hier ist? Ich habe schon eine Idee. Die kommt wahrscheinlich ein bisschen prollhaft und posehaft rüber. Aber ich glaube, das sieht richtig geil aus am Ende. Beziehungsweise es ist auch so ein kleiner Ironie-Touch, der dahinter steht. Ich glaube, das sieht am Ende dann richtig lustig aus. So, und zwar sieht das jetzt so aus. Irgendwie gefällt mir der Hintergrund echt gut. Also vor allem das mit den Smaragdblöcken, das sieht irgendwie echt cool aus. Ah, das Einzige, das hier müssen wir noch ändern. Das stört mich sonst so. So, jetzt. Ja, doch, das passt, Alter, das sieht nice aus. So, dann kommt hier noch das hin. Und hier müssen wir jetzt auch den Hintergrund ein bisschen machen. Beziehungsweise, was heißt Hintergrund? Den Abteil hier halt. Ich suche noch so eine Art, wo ich halt hier noch ein bisschen Licht reinbringen kann. Ich brauche hier unbedingt noch ein bisschen Licht. Theoretisch könnte man noch das hier hochnehmen und könnte hier so einen kleinen Tisch oder sowas hinmachen. So. Und könnte hier vielleicht eine Laterne draufsetzen. Oder haben wir noch irgendwas Cooles, was man da hinsetzen kann? Hier, das zum Beispiel hier, könnte man da noch eine Truhe hinsetzen. So, dass es so nach einem kleinen Tisch aussieht. So. Ja, das sieht nice aus. So, dann kommen hier noch, und das bringt gerade unser komplettes System jetzt ins Wallen, kommt da noch die Blöcke hin, die wir hier an sich benutzen. Die einzige Frage ist jetzt noch, wie kriege ich da, ich brauche mal meinen Stuff. Dann kommt hier wieder Glas hin und jetzt müssen wir immer noch die Decke verändern. Heißt, wir setzen hier jetzt immer einfach diese Art von Blöcken ran und wir müssen dann definitiv die ganzen Schilder noch so neu setzen. Die sind jetzt auch alle weg. So, zwei habe ich schon mal. Aber, stopp. Der Boden muss noch verändert werden. Der fehlt hier noch. Den Boden müssen wir noch schick bauen, Alter. Und dann kommt hier einfach ein ganz normaler, schlichter Boden rein. So. Und yo, warte, der hat Diamantrüstung an. Warte, warum hat der Diamantrüstung an? Zur Hölle? Warum hat der Diamantrüstung an? Okay. Ich habe keine Schilder mehr. Heißt, wir müssen hier einmal kurz raus. Jo, der hat einfach Full Diamond an, oder was? Was geht denn bei ihm? Warum hat der volle Diamantrüstung? Wo hört der die her? Also, hä? Seit wann spawnen die mit voller Diamantrüstung? Geht es überhaupt? Die können doch gar nicht mit voller Diamantrüstung spawnen, oder? Und jetzt kommt hier und dort einmal ein Schild ran. So, das ist Schritt Nummer 1. Eigentlich habe ich echt keinen Bock, gegen den Diamond-Typen zu fighten. So, dann kommen da die Dinger hin. Und theoretisch müsste es jetzt schon funktionieren. Jetzt muss ich nur noch hier meine Gläser nochmal neu hinsetzen. Und jetzt, ja, jetzt funktioniert alles. Und es sieht auch von der Seite aus schick aus. Wie kann es sein, dass der mit Diamantrüstung spawnt? Mit voller Diamantrüstung geht? Wie ist das möglich? Geht das überhaupt? What the fuck? Das macht absolut gar keinen Sinn. Also wirklich, das macht absolut gar keinen Sinn. Naja, einfach töten. Oh, wir haben sogar Diamantsache rausbekommen. Super. Sogar, ja, wow, sogar zwei Stück. Cool, Alter. So, okay, und ihr seht es, das haben wir jetzt rausbekommen. In der Zeit, wo ich hier die Timelapse gemacht habe. Ich entschuldige mich übrigens bei der Timelapse. Ich habe ab und zu vergessen, die Pause des Replays zu verändern, weil ich farm war. Und deswegen kann es sein, dass es ein bisschen komisch aussieht. So, das hier ist jetzt noch das einzige Problem, was es in dieser Base gibt mit dem Wasserding hier. Wie kommen wir hier gescheit runter? Und vor allem, warum ist das hier auch alles voller Stein? Also wirklich, ich bin der Meinung, wenn das hier jetzt fertig ist und wir hier wirklich alle Steine gesetzt haben und dann noch das Wasser. Die Frage ist, wie setzen wir das Wasser, dass das halt auch einfach nicht wirklich stört so. So, gesetzt den Fall, wir setzen die Schilder dort. Können wir dann das Wasser da drüber setzen und einfach durchflutschen? Nein, uns fehlt Wasser. Okay, ich muss einmal kurz nochmal Wasser holen. Wow, wie habe ich denn das jetzt hinbekommen? So, Abmarsch. So, und wenn jetzt da das Wasser ist, kann ich hier flutsche ich einfach schnell durch, ja. Das sollte passen eigentlich. So, und dann haben wir hier unseren Zombie-Spawner. Komplett ausgebaut. Hier all den Stuff drin. Ich muss jetzt auch erstmal, Alter, ich habe schon wieder hier viel zu viel. Also ich muss dann irgendwann wieder die ganzen Schreckerkisten sortieren. Ich habe hier so viel an Stuff schon wieder irgendwo reingepackt. So, super. Dann lade ich hier jetzt auch die Schreckerkisten ein. Die Enderkiste würde ich sagen, lassen wir. Ah, nee, die würde ich sagen, stellen wir noch ein Stück weiter weg. Aber die lassen wir definitiv hier. Oh, das. Ja, das ist die Idee. Hier können wir einfach so ersetzen.
die Work Branches können wir hier einfach vorstellen und dann, ja, haben wir das hier auch alles geklärt. Hier können wir jetzt immer Level bzw. Warden Flash Farm auch für unsere Villager. Leute, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier erstmal von unserer kleinen Stätte. In der nächsten Folge begrüße ich euch dann wieder zu Hause und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das hier wird erstmal die letzte Aufnahme für die nächsten anderthalb Wochen für mich. Deswegen, ich hoffe, wir sehen uns dann in anderthalb Wochen wieder. Ich berichte euch dann von meiner Englandfahrt. Und ja, bis dann und ciao, meine Freunde.